So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir machen eine kleine Ausnahme. Und zwar, damit ihr die Prüfung noch vor dem Urlaub kriegt. Ich hatte heute 3 Prüfungen. Machen wir das so. Wir fahren ohne Fahrschüler. Und ich fahre einfach kurz die Prüfungsstrecke ab, damit wir die Prüfungsstrecke haben. Und ich erkläre, was abgeht. Muss ich nochmal kurz schauen. Aha. Da war die Strecke. So, wir sind ganz normal beim TÜV gestartet und fahren jetzt hier bei der Tempo 20 Zone und fahren natürlich 20. Das heißt, es fährt ja jetzt kein Fahrschüler, sondern es fährt der Chef persönlich, also ich. Und ich kann natürlich jetzt viel besser erklären und auch genau euch zeigen, was der Fahrschüler gemacht hat an seiner Prüfung. Und ich muss euch leider sagen, leider hat es zum Schluss nicht gereicht und sehr schade, weil das hätte, wie man immer so schön sagt, nicht sein müssen. Die Prüfung ist auch komplett durchgegangen und der Prüfer hat sich am Ende der Prüfung entschieden, und deswegen heißt es dranbleiben bis zum Schluss, weil erst 30 Sekunden vor Schluss der Prüfung hat sich der Prüfer entschieden, den Daumen nach unten zu nehmen. Und es war echt schade, weil der Fahrschüler so wirklich gut gefahren ist. So, guck mal, ich mache jetzt hier Start-Stopp. Würde ich aber jetzt zum Beispiel an der Prüfung nicht empfehlen, weil wir am Berg stehen. Wir stehen an der roten Ampel und wenn die Ampel umschaltet auf grün, dann habe ich sowieso genug Hektik hier wegzukommen. Also ich würde einfach den Motor anlassen. So, Motor an und jetzt geht's los. Der Prüfer hat gesagt, wir fahren die nächste links weiter. Kein Problem. Das heißt einfach in den Innenspiegel schauen, Blinker links. Und dann, am besten, bleibt man immer auf dem rechten Fahrstreifen. Das hat der Fahrschüler auch gemacht. Und da war alles in Ordnung. So, ich mache jetzt wieder Start-Stopp. Das heißt, ich überlasse es meinen Fahrschülern. Wer es machen möchte, gern. Aber ich muss halt immer dran denken, sobald die Ampel grün wird, muss ich erst die Kupplung drücken. Ich muss erst den Gang reinmachen und dann komme ich erst los. Und das muss dann halt schon einigermaßen flott gehen. Und bevor ich da mich noch damit stress, lasse ich es an der Prüfung lieber weg, wenn ich das erste Fahrzeug bin, sondern ich mache das nur, wenn ich dann ein bisschen weiter hinten stehe und einfach Zeit dazu habe. So. Nutzt die Zeit, ihr seht ja, da passiert ja nichts an der Ampel. Nutzt die Zeit, um euch ein bisschen zu entspannen. Durchzuschnaufen, gucken, dass ihr nicht angespannt seid, und jetzt geht's wieder locker los. Ab geht's, die Gänge früh schalten. Zurück. Ich bin jetzt im dritten Gang, kann hier lässig runterfahren. Wupp, und bin schon im vierten Gang und fahre jetzt ganz lässig 50. Dann hat's geheißen, wir fahren die nächste rechts weiter. Also wieder schön in den Innenspiegel schauen, den Blinker schauen. So, hier reicht ein Spiegelblick rechts und ich kann mich hier schön einordnen. Dann haben wir hier die 2 Ampeln und ihr seht die kleine Ampel. Und wenn ich recht bin, wird die jetzt gleich angehen mit einem grünen Pfeil. Ja, grüne Pfeil, das heißt, ich kann fahren. Und ich muss auch auf nichts achten. Ich schalte vor der Kurve im zweiten Gang, gehe lässig rum und jetzt muss ich 30 fahren. So, dann ging es hier einfach gemütlich über den Sternplatz. Einfach schön mit 30 rollen lassen, das Fahrzeug. Jetzt kommen die 2 Fußgängerüberwege. Da muss ich ein bisschen aufpassen, weil da oft Radfahrer angedüst kommen. Alles klar, ich schaue schön. Ich lasse das Auto schön locker im zweiten Gang drüber rollen. Hier keine Radfahrer, das heißt, ich kann einfach weiterfahren und kann jetzt auch mit 30 weiterfahren. Oh Gott, da vorne kam von rechts ein Auto. Ist da rechts vor links? Ist da rechts vor links?
Nein, das ist ein verkehrsberuhigter Bereich, also kann ich natürlich ganz lässig mit 30 weiterfahren. So, dann ging es die nächste links weiter. Das heißt für mich wieder Innenspiegelblinker links, dann im Außenspiegel schauen, dass niemand kommt und ich ordne mich schön nach links hin ein. Und ich habe jetzt eine Linksabbiegersituation. So, und da muss ich natürlich ganz klar wissen, wenn ich jetzt links abbiege, muss ich die Autos, die mir entgegenkommen, durchfahren lassen. Und ich muss auch gucken, dass ich dann ein bisschen über die rote Ampel schon drüber fahre zum Warten. Da schauen wir mal. Jetzt haben die Fußgänger grün, das heißt gleich drauf kriegen wir jetzt grün. Ich könnte also jetzt schon mal den Boliden starten. Motor ist an, ich bin bereit. Und yeah, dann fahre ich schön langsam los, lasse die Autos durch, mach keine Hektik. Und wenn der weg ist, geht's ab. So, dann kann ich wieder hier lässige 50 fahren. Das heißt, schwupp, 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 bin ich im vierten Gang und fahre 50. So, ich gucke auf die Ampel, ich sehe den Blitzer, wenn ich keinen Führerschein habe. Prüfung sollte ich sowieso nicht schneller fahren wie 50. Und ich fahre jetzt hier gemütlich mit 50 raus. Dann halte ich die 50, bis ich da vorne sehe 60, aber als guter Fahrschüler gucke ich hier auf das Schild darunter, da sehe ich Lärmschutz 22 bis 6 Uhr, geht mich nichts an, das heißt ich kann Gas geben, kann auf 120 beschleunigen. So, dele, wie man schön auf Schwäbisch sagt, der Prüfer hat gesagt, wir fahren die nächste rechts weiter Richtung Böblingen. Also, gucke ich, der kommt, den lasse ich vor, ich überhole den, ich versuche den nicht zu überholen. Der geht rein, der geht in bestimmt in die Straße rein oder bleibt da. Das heißt, ich gehe jetzt nach rechts rüber. So, lass das Auto schön rausrollen hier. Lass den Blinker auch drin. Wird ein bisschen langsamer, aber ich muss hier nicht ganz so langsam werden, wenn ich die Ausfahrt kenne. Das heißt, ich kann hier lässig rüberfahren. Ich bin jetzt im vierten Gang. Lass das Auto, seht ihr ja, schön locker mit ganz wenig Gas laufen. Sehr schön. So, dann haben wir da vorne wieder eine kleine Situation. Da kommt jetzt der Fahrstreifen von rechts. Das heißt, ich muss, seht ihr ja das Schild, in 200 Meter nach rechts rüber. Da gucke ich schon mal hier, okay, kein Auto. Dann bleibe ich hier. Jetzt kann ich nämlich mit dem Außenspiegel arbeiten. Und bevor ich wechsle, mache ich einen Blick in den toten Winkel. Ich sage bewusst nicht Schulterblick irgendwie ganz nach hinten, sondern ich schaue nur nach rechts in den toten Winkel. So, da muss ich aufpassen. Hier habe ich 80. Genau, und ich kann noch einen Gang hochgehen. Das habt ihr vielleicht gehört. Da bin ich jetzt im fünften Gang bei 80. Das passt. Und ich könnte sogar, mache ich jetzt auch mal, weil ich faul bin, den Tempomat einschalten, weil ich darf natürlich den Tempomat benutzen, aber ich muss natürlich auch mit dem Tempomat umgehen können. Das heißt, nicht einfach bloß reinmachen und fahren oder die ganze Zeit dran rumspielen an dem Tempomat, sondern auch rechtzeitig wie jetzt weggehen. Das heißt, ich presse einfach ganz leicht die Bremse, dass man es kaum merkt. Der Tempomat geht aus und ich gehe jetzt ganz locker runter auf 50. So, sehe da vorne schon, die Ampel ist grün. Perfekt, das heißt, ich kann einfach mit 50 ganz locker weiterfahren. Bleib schön auf dem rechten Fahrstreifen, fahr lässige 50. So. Langweilig, ist das nicht langweilig, so eine Prüfungsfahrt hier einfach fahren und so? Okay, ich kann gut reden, aber. So, wir gehen die nächste links weiter, hat der Prüfer gesagt. Das heißt, wenn ich dran denke und wenn ich das Schild sehe, dann sehe ich auch, wir haben hier zwei Linksabbiegerfahrstreifen und hier muss man sagen, nahm das Verhängnis schon langsam seinen Lauf.
Weil wir sind hier bei grün drauf zugefahren und der Fahrschüler ist hier ohne Blinker nach links abgebogen. Das war schon so ein bisschen komisch. Kann passieren in der Prüfungsnervosität, dass ich halt einfach mal den Blinker vergesse. Und man kann auch sagen, einmal ist kein Mal, aber leider blieb es nicht bei einmal. So, wir sind ganz normal weitergefahren. Das ist auch eine Standardprüfungsstrecke. Wer öfters Prüfungsstrecken anguckt, hat es schon oft gesehen, diese Strecke hier. Und jetzt kommt nämlich auch das, was viele Prüfer hier machen. Die sagen nämlich jetzt, wir fahren die nächste rechts weiter, weil ich muss jetzt hier nämlich aufpassen auf den Radweg. Das heißt, ich muss im Außenspiegel beobachten, was los ist und ich muss wieder den Blick kurz in den toten Winkel machen. Dann hat es geheißen, nächste rechts, das gleiche. Ihr sollt langsam sein, hinten aufpassen, dass kein Radfahrer kommt und hier jetzt reinfahren. Und dann hat der Prüfer gesagt, wir fahren die nächste links weiter. Das heißt, hier aufpassen. Rechts vor links sehe ich ziemlich gut, vorne aufpassen. So, ich gehe in den ersten Gang, dann gehe ich hier schön rein, weil ich habe hier ziemlich eng. Und dann sind wir hier schön gefahren. Selber, ich muss auf die Radfahrerin aufpassen und die drückt natürlich durch. Das heißt, ich lasse hier reinfahren und dann kann ich einfach weiterfahren. Einfach mit ein bisschen Übersicht kann ich so Situationen ganz locker entschärfen. Dann fahre ich hier schön lässig weiter. So, immer wenn es eng wird, einfach langsam tun. Ihr habt da nichts davon, wenn ihr da volle Kanne durchfahrt. Das gefällt dem Prüfer auch nicht. Dann hat der Prüfer gesagt, so, bei diesem lila Auto halten wir mal an und parken rückwärts ein. Das heißt also, rechtzeitig ankündigen, neben dem Auto anhalten, wie man es gelernt hat, Rückwärtsgang rein, schön zurückfahren, bis er den Punkt erreicht, dann lenken. Und ihr seht es, das Auto ist halt morgen nicht gestanden, aber ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Mit dem linken Auto, das ist immer blöd, dann schön reinfahren und dann einfach schön nach links lenken. Und wenn ich dann alles richtig gemacht habe, mal sehen, ob ich das kann. Hey, ich kann ja echt kurz einparken. Gut, dann stehe ich richtig drin. Er musste korrigieren, hat aber alles wunderbar funktioniert. Dann fahren wir schön weiter. So, und jetzt kam die nächste Action. Seht ihr? Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts. Und was hat er nicht gemacht? Geblinkt. Er ist wieder hier rechts abgebogen, ohne zu blinken. Das war also das zweite Mal nicht geblinkt. Dann sind wir hier weitergefahren. Hier sind lässige 30. So. Gut, hier kann ich ganz elegant den Blinker antippen. Dann schön mit dem Außenspiegel arbeiten, schön rausfahren. Wunderbar, ich bleibe schön weg von den Autos. Und jetzt hat der Prüfer gesagt, bitte suchen Sie sich eine Stelle zum verkehrsgerecht umkehren. Und ich zeige euch jetzt ganz genau, was er gemacht hat. So, seht ihr, er war jetzt hier schnell. Ich fahre jetzt mal so schnell, wie er gefahren ist. Ihr seht, hier ist eine rechts vor links und das ist grenzwertig. Also bei einer rechts vor links müsst ihr ein bisschen langsamer machen. So, jetzt hat er wahrscheinlich nach Plätzen gesucht zum Umgucken und jetzt kam die nächste rechts vor links und ich bleibe auf der Geschwindigkeit, seht ihr. Wenn hier jemand kommt, dann müsst ihr eine Vollbremsung machen. So, und jetzt kam die Drehaktion und ihr werdet euch nicht wundern, ohne Blinker. Ich mache jetzt einmal extra, er hat nicht geblinkt, er ist hier reingefahren, dann hat er so ein bisschen überlegt und dann ist er alles ohne Blinken, ohne alles irgendwie so vorgefahren. So, dann hier zurück und dann ist er wieder weitergefahren. Und ich bin ja auch nicht so der Mega-Blinker, wo bei jedem Dings irgendwie sagt, blink und so. Aber ganz ohne Blinker, das ist dann schon ein bisschen blöd einfach. So, und jetzt hatten wir hier schon zwei heftige rechts vor links, die schon ziemlich schnell waren, mit gucken. Aber ich sag ja, alles im Grenzbereich. Und ihr solltet euch in der Prüfung nicht im Grenzbereich bewegen, sondern ihr solltet immer so fahren, dass ihr einfach alles unter Kontrolle habt und dass der Prüfer sich nicht überlegen muss, hat er das jetzt bewusst gemacht oder war das einfach, weil er es nicht geblickt hat. Und jetzt kam hier die nächste rechts vor links und da war auch wieder so, ihr seht, es ist eine rechts vor links Straße, so blöd wie sie kommt, zwei Stück und hier ist er auch so ziemlich durchgebrettert. So, guckt, ich lasse jetzt den rein, das heißt, ich fahre hier einfach, ich lasse den durch. Ich fahre hier rein,
setze den Blinker links und ich habe da überhaupt keine Probleme. Ich mache jetzt einen Schulterblick beim Rausfahren, weil ich gestanden bin und gehe hier ganz locker weiter. Tue auch ein bisschen langsam mit dem Rad. Ich muss hier nicht volle Kanne durchfahren, obwohl es gut reicht. Und jetzt sind wir hier geradeaus weitergefahren. Und ihr seht, wir haben jetzt schon einige Punkte sozusagen auf unserer Negativliste stehen. Wenn ich nochmal dran denke, dieses Abbiegen ohne Blinker, das schnelle Vorbeifahren an den rechts vor links und so. Das heißt, ich darf mir jetzt eigentlich nichts Großartiges mehr erlauben. Vom Fahren her und so war das echt gut. Von der Geschwindigkeit her, vom Fahren, von der Gangwahl und so war die Prüfungsfahrt perfekt. So, dann sind wir hier weitergefahren. Dann wieder schön lässig 30. Hier tippe ich auch den Blinker an beim Rausfahren. Schau, schöne Spiegel. Das passt. Guck, und jetzt haben wir wieder eine rechts vor links. Und guck mal, ich sehe einfach nichts. Das heißt, ich muss so langsam werden, dass ich mit einer normalen Geschwindigkeit anhalten kann, wenn da jemand kommt. Keine Vollbremsung. So, schön weiter. Eigentlich eine schöne Prüfungsstrecke, ja, wo eigentlich alles drin ist, was der Prüfer sehen möchte. Und jetzt. Die Aufmerksamen sehen schon. Wir sind gefahren und so, und jetzt kam die Frage vom Fahrschüler, fahren wir geradeaus weiter? Prüfer hat nichts gesagt. Dann wieder, fahren wir geradeaus, da geht es ja gar nicht. Und dann hat der Prüfer gesagt, okay, nächste rechts, wir sind die nächste rechts gefahren. Und wieder ohne Blinker, oh Gott, echt. So, und wir wechseln jetzt nach links, das hat er dann auch gesagt. Der soll einfach mal nach links wechseln, dann. Das hat perfekt geklappt. Er hat ein bisschen später gewechselt hier. Genau, hier hat er gesagt, okay, versuchen Sie mal nach links rüber zu kommen und wir fahren dann die nächste links weiter. Also sind wir hier runtergedüst, schön locker mit 40 und dann auch wieder alles perfekt. Schön, diesmal mit Blinker, schön langsam rum. So, schön geschaut, schön runter. Wunderbar. Dann sind wir hier schön runtergefahren. Schön reingefahren. Hier auch wieder alles richtig gemacht. Schön langsam. Schön geguckt. So. Dann schön weiter. Dann hieß es, wir fahren die nächste links weiter. Also sind wir schön nach vorne. Oh, ich bin ein fauler Sack, habt ihr gemerkt. Ich wollte jetzt im ersten Gang davor fahren. Aber ich kann den zweiten gehen. Jetzt muss ich aufpassen. Sehr der Gegenverkehr. Wunderbar. Und jetzt gehen wir einfach links weiter und ich habe hier 50, also kann ich lässig mit 50 fahren. Dritter Gang, vierter Gang und 50 und ich hau den Tempomat rein, weil ich echt da immer zu faul bin und auch nicht auf die ganze Zeit auf die Geschwindigkeit gucken muss und lassen jetzt einfach schön mit 50 laufen. So, aber jetzt guckt, jetzt gehe ich weg, weil das ist nämlich genau die Gefahr, wenn ich den Tempomat drin lasse, dass ich viel zu schnell auf so Sachen zufahre, wenn Autos halten. Jetzt gehe ich runter in den zweiten Gang und gehe einfach ganz lässig weiter. Und ich sehe, boah, so schön, man hat überhaupt nichts gemerkt. Und jetzt geht man wieder in den dritten Gang und fährt gemütlich weiter. Ich muss auf den Abstand achten und ihr seht, es ist schon so ein bisschen an der Grenze, weil ihr wisst, es sind 15 Meter Abstand, das heißt zwischen mir und dem Auto da vorne müssen drei Autos reinpassen. So, immer den Blick ein bisschen auf die Ampel, dass das funktioniert. So, dann sind wir schön weitergefahren, alles schön mit 50. So, dann gehen wir jetzt. Hat der Prüfer gesagt, die nächste rechts. Auch gut gemacht, geblinkt. Dann schön nach hinten geschaut, dass keine Radfahrer kommen, weil wir den Radweg überqueren.
So, da vorne ist die Ampel rot. Das heißt, ich lasse einfach ranrollen, bremse, drücke jetzt einfach die Kupplung, roll ganz langsam. Ich mit schönem Bremsen hin, dass man kaum das Anhalten merkt. Herrlich, richtig schön. So, dann entspanne ich mich wieder an der roten Ampel. Motiviere mich nochmal. Jetzt kommt nämlich sozusagen der Prüfer oder beurteilt die ganze Prüfung. Das heißt, ihr könnt schon mal Durchhänger drin haben, aber ihr müsst dann aufpassen, dass ihr gerade zum Schluss, wenn der Prüfer dran ist, seine Entscheidung zu treffen, da nochmal richtig aufdreht. Das heißt, deutlich ins Spiegel schauen, Blinker setzen, so richtig schön ranfahren, nach dem Verkehr schauen, wenn ich langsam rankomme, kann ich schauen, was geht. So, und jetzt gucke ich nochmal in den Spiegel beim Abbiegen und das ist wunderbar. Und ich habe volle Punktzahl. Nächste links. Und das war hier auch so ein bisschen so wischiwaschi. Zwar mit Blinken, aber nicht so richtig geguckt, aber mit dem Spiegel gucken und so. Das hat jetzt zum Schluss leider immer mehr nachgelassen. Und wir haben ja schon so ein paar Punkte auf unserem Konto, die nicht so gut sind. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich versuchen, bis zum Schluss alles perfekt zu machen. So, dann haben wir hier jetzt dann die 30. Und als fauler Sack mache ich jetzt wieder den Tempomat rein und lasse das Auto mit 30 laufen. Tipp den Blinker an, schau schön in den Spiegel. Geh schön vorbei, geh ein bisschen rüber wieder. Nicht zu weit, ich brauche nicht ganz rüberfahren. Guck, was da vorne los ist. Wunderbar, alles frei. Das heißt, ich kann los. Und da ich jetzt nur so ein bisschen rüber fahre, erspare ich mir das ganze Blinker-Gedöns und weiß ich was. Weil wenn ich zwei Zentimeter weiter rüber fahre, muss ich nicht wieder diese ganze Action alles machen, sondern ich bleibe einfach schön draußen. Und ich kann euch versichern, da hat noch nie ein Prüfer irgendwas gesagt oder sowas, sondern das ist einfach eine ganz normale Fahrweise. Aber wenn ich jetzt zurückfahre, fahre ich einfach ganz elegant im Bogen rüber. Fahre dann einfach schön geradeaus weiter. Ihr seht, ich habe Vorfahrt, ich brauche mich um nichts kümmern. Ich kann hier einfach durchrollen. Da steht das Auto, es kommt niemand entgegen. Das heißt, ich kann auch raus. Ich setze sogar noch den Blinker kurz. So, und jetzt gehe ich runter auf 20. Jetzt kann ich... Oh, da geht sogar ein Tempo. Oh, der Tempomat funktioniert sogar bei 20. Ich dachte, der geht nur ab 30. Das ist ja echt perfekt. Das heißt also, ich kann auch hier diese Strecke mit Tempomat fahren. Und ich gucke schon dann, wenn der Prüfer nichts sagt, muss ich sowieso automatisch der Vorfahrtsstraße folgen. Seht ihr? Und hier haben wir eine Fußgängerin, die geradeaus weitergeht. Sehr schön. Und die muss ich rüberlassen. Und diese Situation hatten wir heute auch in einer anderen Prüfung und die Fahrschülerin hat es gemacht und hier habt ihr jetzt natürlich Punkte. Das wäre jetzt zum Beispiel was, wenn das bei dieser Prüfung passiert wäre mit viel Minus, hätte ich jetzt auf alle Fälle wieder ein Plus, ein großes Plus. Und jetzt beim Rechtsabbiegen, jetzt muss ich einfach nochmal alle Register ziehen, mit Spiegel gucken, mit Ding und zählt dann nochmal Fußgänger, das wäre doppeltes Plus. Doppeltes Plus, das wäre echt schön gewesen. Dann gucke ich noch, dass keine Fußgänger kommen und es geht schön weiter. Hatten wir heute bei der Prüfung leider nicht, dieses Doppelplus. Und jetzt hat mir der Prüfer später gesagt, als wir dann auf den TÜV zugefahren sind, hat er schwer gegrübelt, ob er dem Fahrschüler den Führerschein geben soll oder nicht. Und ihr seht hier, boah, voll, ja okay, ich fahre durch, ich muss mich jetzt entscheiden, ich fahre durch. Und es passt auch noch, weil es wäre hier eng geworden mit dem Auto. Und man muss sich da immer bei der Prüfung, wenn man sich nicht sicher ist, lieber dagegen entscheiden. Dann lieber stehen bleiben, das andere Auto durchfahren lassen. Das ist immer besser. Das hätte das vorne kommt der Hund, aber das ist keine Gefahr für uns, wo der rüber geht. Ich tippe den Blinker wieder an, gehe schon links raus, habe vorher natürlich schön in den Spiegel geschaut. So, jetzt tue ich ein bisschen langsamer wegen dem Fußgängerüberweg. Und da kommt sogar jemand, also heute, ist ja echt ein, das wird ein richtiger Fußgängerfilm, den man im Unterricht verwenden kann. So, dann ging es schön weiter. Und ihr seht, wir sind auf der
Zielgeraden, noch nicht ganz, wir müssen noch einmal abbiegen und es ist alles frei. Ich muss jetzt nochmal sozusagen Punkte machen. Ich weiß, eigentlich, das kann man schon wissen, ich muss da vorne links abbiegen. Das heißt, da vorne muss nochmal alles gezeigt werden, was es gibt. Letzte Abbiegen vorm TÜV. Das heißt, ich gucke deutlich in den Innenspiegel, ich setze den Blinker links, dann schalte ich gemütlich runter. So, und jetzt mache ich nochmal das volle Programm. Ich schwing und ich gucke sogar nochmal in toten Winkel. Ich habe jetzt alles nochmal gemacht, was der Prüfer irgendwie überhaupt sehen will. So, dann kommen die rechts vor links. Ich tue nochmal langsam. Ich gucke nochmal richtig hier rein. Perfekt. Jetzt habe ich nochmal alles gegeben. Jetzt geht es zum TÜV. Und leider hat es der Fahrschüler alles nicht gemacht, sondern da war irgendwie fast alles eingestellt mit Gucken und so, sondern nur noch Ding. So. Und jetzt kam das Ereignis. Wir sind hier reingefahren. So. Und dann hat der Prüfer gesagt, bitte nach links hin sich hinstellen. Und ich kann es jetzt leider nicht machen, wenn die da alle rumfahren. Das sind auch diese Prüfer. Aber ich erzähle euch gleich, was passiert ist. Und zwar mache ich es euch jetzt hier vor. Der Fahrschüler ist einfach ganz dicht so an das Auto rangefahren und ist so stehen geblieben. Also wir sind jetzt praktisch, ich halte die Kamera, so noch viel dichter wie jetzt an dem Auto dran gestanden. So, und dann hat der Prüfer gesagt, oh, so können Sie aber nicht stehen bleiben, bitte fahren Sie einfach zurück und fahren besser ran. So, und jetzt hat der Fahrschüler den Rückwärtsgang reingemacht. So, und ist, ohne nach hinten zu schauen, man kann sich es kaum vorstellen, er hat irgendwie so ein bisschen pseudomäßig in den Spiegel geguckt, einfach zurückgefahren. Dann natürlich hat er es richtig gemacht, ist schon rüber und hat sich dann hingestellt. So, und dann hat der Prüfer gesagt, bitte Motor ausmachen. Und wenn der Prüfer sagt, Motor ausmachen, ohne dass er sagt, Park für die abstellen, dann weiß ich eigentlich schon, was passiert ist. Und dann hat er gesagt, ja, tut mir leid, jetzt gerade eben sozusagen mit dem Rückwärtsfahren hat sich meine Entscheidung gebildet. Ich kann Ihnen den Führerschein leider nicht geben. Und dann hat er angefangen aufzuzählen, was alles war. Und ihr seht, der Prüfer hatte das Prüfprotokoll noch nicht ausgefüllt, noch gar nichts gemacht. Wäre diese Situation jetzt nicht gewesen, dann hätte der Fahrschüler den Führerschein wahrscheinlich bekommen. Deswegen, ich kann es euch nur raten, Leute, ihr müsst, wenn ihr Führerschein macht, auch wenn es schwer, ich weiß, dass es schwer ist in der Prüfung, wenn man aufgeregt ist und wenn alles ist, aber ihr müsst bis zum Schluss konzentriert bleiben und erst, wenn es heißt, Motor abstellen, Parkfertig abstellen, aussteigen, erst dann ist die Prüfung zu Ende. Bis dahin müsst ihr voll durchkämpfen. Noch als kleiner Nachtrag, was hat der Prüfer wissen wollen? Er hat einfach gesagt, was müssen Sie im Auto alles kontrollieren, bevor Sie losfahren? Und da könnt ihr natürlich einfach aufzählen, zum Beispiel Motoröl, Lichter kontrollieren oder Hupe oder Reifen oder Luftdruck. Und sobald ihr drei genannt hattet, hat er dann aufgehört. Also, schade, dass es nicht geklappt hat und wir müssen einfach unsere Lehren daraus ziehen, auch wieder für die anderen Fahrschüler. Ihr müsst versuchen, auch wenn es schwerfällt, wenn ihr aufgeregt seid, konzentriert durch die Prüfung durchzufahren. Und wichtig ist, zum Schluss von der Prüfung müsst ihr euch nochmal richtig zusammenreißen und die ganzen Sachen so machen, wie ihr es gelernt habt und dem Prüfer einfach nochmal das zeigen, was er sehen will.